Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Far Cry 3. Ja, ich habe ja gerade mal auf den letzten Speicherstand geschaut und ja, das war genau, also nicht genau, aber das war vor einem Jahr. Das heißt, ich habe jetzt schon etwas länger nicht mehr gespielt. Das letzte Mal, das war ja dann irgendwie so, dass der Speicherstand verloren ging und ich das Spiel jetzt aber auf Deutsch habe. Und ja, wir sind jetzt hier bei dem Haus vom Doktor mit der Lisa, glaube ich, ja. Müsste stimmen. Vom Dr. Earnhardt sind wir hier. Und wir müssen hier eine Höhle finden. Und die wird uns hier auch schon angezeigt. Hier irgendwo hinunter. Oder doch nicht. Oder doch nicht, oder doch nicht. Ah. Oh, hier. Oder wie? Müssen wir überhaupt eine Höhle finden? Jetzt bin ich mir selber gar nicht mehr sicher. Mal schauen. Lisa? Doch, wir müssen die Höhle finden. Daisy! Du hast es geschafft! Oh. Daisy, es tut mir so leid. Okay, genug geheult jetzt. Und ich habe dieses Boot. Wenn wir es reparieren, ist es das Ticket weg von der Insel. Ja, und direkt auf den Grund des Ozeans. Sagt der Bootsexperte. Aber ich brauche etwas Hilfe. Es gibt einen Antriebskorb für den Außenborder, der fehlt. Okay, ich sehe mich mal um. Schön. Ah, ja, genau. Komm, sieh's dir an. Und den Untertitel habe ich für euch auch noch eingeschaltet, weil einige meinten, es wäre dann leichter zum Lesen. Glaubst du, du kriegst das Boot hin? Also zum Mitlesen. Und jetzt habe ich gerade bemerkt, dass das anders ist als beim Englischen. Bei meiner englischen Version war die Höhle irgendwie unter Wasser. Und das war total blöd, weil ich die irgendwie ewig lang nicht gefunden habe. Okay, wir müssen jetzt da hinüber in ein Teil besorgen. Da habe ich gerade nicht so gut aufgepasst. Irgendwo hier müsste das sein, das weiß ich noch. Hier leuchtet irgendwas. Finde den Antriebskopf. Also einen Antriebskopf haben wir gesucht. Und den bringen wir jetzt zu Daisy. Genau, die Daisy, wie war das? Die haben wir irgendwie schon vorher gerettet. Und die war dann schon hier oder so. Nein, die hat doch Dr. Earnhardt hat die schon gefunden. Hat die gefunden? So, irgendwie war das. Ja, hier hinein bitte. Danke. So, die will jetzt hier dieses Boot reparieren. Hey, du hast ihn. Und weil du ihn hast, kannst du ihn auch anbauen. Erklär nochmal, warum du das nicht machst. Ich bereite die Zündung vor. Oh, tolle Erklärung. Bist du schon fertig? Ja, fast. Das war's. Ja. Klasse. Jetzt schaffen wir es selbst. Vielleicht sprichst du noch mal mit Lisa, bevor du gehst. Okay. Dann spreche ich hier noch mal mit Lisa. So, wir werden das. Gibt es hier noch irgendwas? Koffer. Okay. Jede Nacht träume ich von Hollywood und wach hier auf. Tut mir leid, dass du den Dreh verpasst hast. Ist nicht dein Fehler. Ich hätte darauf bestehen sollen, nicht zu springen. Hauptsache, wir sind beide sicher. Du hast mich gerettet. Ich verdanke dir mein Leben. Was
wir jetzt brauchen, ist eine Art Plan. Okay, ich finde Riley und unsere Freunde. Du bleibst hier und hilfst Daisy mit dem Boot. Wir hätten die Flucht fast nicht überlebt. Hey, keine Sorge. Ich mach das schon. Sei vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Verlasse die Höhle. Was ist das? Hier gibt es ja noch irgendwelche solche Billen. Kann ich mich erinnern noch? Die Frage ist... Nee. Ich mache jetzt hier mal mit der Hauptmission weiter. Und wir kommen dann eh später nochmal hierher. Brandpfeile. Um mehr Waffen tragen zu können, musst du einen größeren Waffengurt herstellen. Ich glaube, da haben wir schon den maximalen. Okay. Boah. Also die Grafik haut mich immer wieder um. Hallo? Jason, ich habe oft versucht, dich zu erreichen. Was ist passiert? Bars hat mich geschnappt. Ich konnte mit Lisa fliehen, aber er hat die anderen noch. Ich bin nicht stark genug, um sie zu befreien. Du brauchst mehr Kraft im Kampf gegen Bars. Ich kann dir diese Stärke nicht geben. Aber es gibt jemanden, der das kann. Citra. Du bist bereit. Du musst zu ihr gehen. Wer ist sie? Citra ist die Anführerin unseres Volkes. Sie kann dich zum Zentrum führen. Sie wird deine wahre Kraft entdecken. Ihr Tempel ist im Dschungel. Ich treffe dich am Tor. Also gut. Also gut. Ich bin da nur reingeraten. Hier war gerade eben Lisa mit Z geschrieben. Das ist irgendwie auch neu. Wie ist denn das gegangen hier mit den Waffen wechseln? Nein. Da war ja so ein Kreis. Ah ja. Was gibt's denn hier alles? Bogen, ja. Bogen ist immer gut. Aber ob ich überhaupt noch treffe mit dem Bogen hier? Das ist eine andere Frage. Wir können ja hier mal so Zielübungen machen. Nur auf was? Schieß mal hier so hin. Okay, jetzt habe ich noch 9 Pfeile. Aber die kann man wieder einsammeln, ja. So, mal schauen. Ob ich den hier von hier so treffe. Hat ziemlich gut ausgeschaut. Ja. Ist hier drinnen gesteckt. Das heißt, ich treffe noch was, hoffe ich. Oh, das war jetzt Glück, das kann natürlich auch sein. Ah ja, ich sollte mal schauen, wo wir jetzt hin müssen. Zur Citra. Wo ist die Citra? Ah, da unten. Okay, hier ist die Citra. Tempeldorweg. Genau, die ist irgendwie beim Tempel. Und davor können wir hier noch das Land freischalten, du, mit dem Funkturm. Wie kommen wir denn hier? So, am nächsten. Schnellreise, ja. Machen wir mal. Der Granaten-Takedown verwandelt dein Opfer in eine explosive Überraschung. Hört sich gut an. So, wie sieht's hier aus? Munitionsmäßig haben wir alles. Das ist schön. Und Geld ist auch voll. Das ist nicht so schön. Denn dann können wir kein Geld mehr aufheben. Das heißt, wir brauchen eine größere Geldtasche. Herstellung. Medizin, ja, das ist... robuste. Da brauchen wir ein Kasua-Leder. Und zwar 2 Stück. Mal schauen, wo die sind. Sieht man die hier irgendwo? Hier so zoome, ja. Das ist das hier. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Mal schauen. Mm-hmm.
Kasua. Wird man dir angezeigt? Nein, leider nicht. Aber ich glaube, dadurch, dass es irgendwie nur diesen Vogel hier gibt, sollte das der sein. Ja. Dann werden wir hier am besten direkt zu einem Kasua jagen. Und da vorher noch etwas Geld ausgeben. Aufsätze. Oh, wir können hier Aufsätze kaufen. Anpassen. Schalldämpfer. Das Magazin. Nachtsicht. Interessant. Hier sieht man aber nicht, was sich verändert. Obwohl ja... Ah, jetzt. Ja, Nachtsicht verändert sich die Genauigkeit. Aber ich glaube, wir kaufen einfach einmal die Magnum. Und rüsten sie hier statt der Standardwaffe aus. Oh. Laufverlängerung. Ja, jetzt gibt's dafür kein Schalldämpfer. Das ist natürlich blöd. Dann kaufe ich hier den Schalldämpfer. Und rüste die einfach aus, weil der Schalldämpfer ist mir persönlich wichtiger. Mal schauen, was haben wir hier noch? Ausgerüstet, was gibt's hier? Auch einen Schalldämpfer. Das ist aber schön. Was haben wir noch ausgerüstet? Scharfschützengewehr, genau, das haben wir noch ausgerüstet. Das hat schon einen Schalldämpfer oder auch nicht. Beleuchtetes Zielfernrohr, High-Power-Zielfernrohr. Und einen Schalldämpfer, ja, dann kaufen wir hier... Moment, hat das... Das hat doch schon einen Schalldämpfer, oder? Ja, 2 von 2 Aufsätze. Anpassen. Ah, ich war irgendwie im falschen Gewehr oder so, kann das sein? High-Power-Zielfernrohr. Das sieht richtig geil aus. Aber ich will mal schauen, was ich hier noch so ausgerüstet habe. Zum Beispiel hier. Pfeil, ja, haben wir auch schon alles gekauft. Ach, eigentlich könnte ich... Komm, ich kaufe mir direkt hier das High-Power-Dings. Dings. Ich glaube... Ah ja, ich habe schon 2. An das habe ich jetzt nicht gedacht, dass man nur 2 Aufsätze ausrüsten kann. Dann lasse ich das mal so. Gibt es hier irgendwas noch zu holen? Nicht wirklich. Dann gehen wir hier raus. Oh ja, jetzt haben wir hier so eine Special-Ops-Waffe. Und einen Bogen, ja. Und da hinten habe ich ein Auto gesehen. Oh, da ist noch Sachen zum Looten. Die nehmen wir hier direkt mit und da vorne auch noch. Weil das einen ziemlich großen Vorteil bringt. Wenn man hier immer die ganzen Sachen mitnimmt. Oh, stand da gerade, dass wir keinen Platz mehr haben. Ja, dann können wir hier direkt noch die Sachen verkaufen. Oh mein Gott. Hier. Schnellverkauf. Ja, 4 Gegenstände. Oh, wir haben hier ganz viel schon. Ganz viele Ledersorten. Wie es aussieht. Mal schauen. Ich glaube, die kann man die jetzt nicht nochmal looten. Nein. Okay, das ist schade. Ich dachte, das geht nochmal. Aber okay. Okay. Wir gehen jetzt hier zum Auto. Der schnauft hier. Und zwar... Wo wollten wir hin? Genau, hier unten hin. Ist eh noch markiert. Oh, hier ist sogar Musik. Und zwar dahinter müssen wir... Wow, okay. Auf die Straße schauen wäre gut. Was ist das für ein Gejammer hier? So, erkunde die Insel, ja.
Wir müssen zuerst noch etwas farmen. Mal schauen, komme ich hier überhaupt so hin? Bin ich überhaupt? Ah, da oben. Okay. Ja, dann fahren wir hier mal ein bisschen im Dschungel herum. Mit jaulendem Hintergrundgeräusch. Das will man. So. Okay. Hier stehen überall Menschen herum. Oder sind das hier diese. Das sind unsere Verbündeten. Die ich hier gerade fast von der Straße geräumt habe. Oder sie mich. Je nachdem. Wohin? Das ist die Frage. Wir fahren über den gesicherten Weg. Also über den besser gekennzeichneten hier auf der Karte. Ich glaube, das ist besser, als hier irgendwie am Berg herumzufahren. Oh nein, es sind noch andere Autos. Kann man hier zurückschauen? Spiegel oder so? Wahrscheinlich schon, aber irgendwie bin ich jetzt schon so heraus aus dem Spiel, nachdem ich ein Jahr nicht gespielt habe, dass das nichts ist. Oh, das sind Gegner. Okay. Das ist nicht so geil. Ich dachte, hier wären keine Gegner. Ach man. Dann muss ich mich hier verstecken. So. Perfekt versteckt, oder? Würde ich mal sagen. Wo sind die denn? Wo sind die? Ah, da sind diese Tiere, die ich brauche. Oh nein, da kommt einer. Ah, da. Oh. Aber ich muss sowieso hier hinüber. Okay, direkt mal hier fast irgendwie den Berg hinuntergeflogen. So. Was passiert hier? So. Und so. Tja. Oh shit. Oh nein, da sieht mich einer. Tierhäuten, ja. Ich will doch Tierhäuten. Schildkröten. Und hier liegt noch eine Frau. Oh. Da drüben sind noch mehr. Nun, wo sind die hier? Ah, die suchen mich hier. Wieso sind da Gegner? Das ist doch hier schon geklärtes Gebiet. Obwohl, das ist hier ziemlich. Ja, das gehört wahrscheinlich hier zu dem. Eins. Ah, deswegen. Da ist noch ein Gebiet hier über. So. Okay, das war nix. Oh, verdammt, der läuft jetzt hier davon. Und da kommt das nächste Auto. Oh nein. Aber ich brauche eh nur zwei. Ich brauche eh nur zwei. Ist mir gerade eingefallen. Wo hat das hingeschossen? Irgendwo hier hin. Oh, verdammt, die kommen hier schon wieder zurück. Ich gehe mal hier hinauf. Oh. Ja, hinauf war nicht so gescheit. Aber ich habe das hier. Oh shit. Habe ich nicht getroffen? Nein. Oh, aber der hat ihn umgebracht. Ja, Gott sei Dank habe ich den nicht umgebracht. So, ich setze mich jetzt einfach hier hin. Und werde mir eine Brieftasche holen. Eine robuste Brieftasche. Und eine starke Brieftasche kann ich mir auch direkt holen. Fell des Einhorns.
Okay. Einhorn habe ich noch keines gesehen. Dafür können wir jetzt aber 6000 Euro einstecken. Und hier ist ein Lager. Das gefällt mir gar nicht. Darum werde ich jetzt einfach einmal YOLO versuchen, hier dieses Lager zu bekommen. Was machen die? Ich steige einfach ein. Oh verdammt, ich muss jetzt zu denen hier fahren. Ja. Irgendwas habe ich jetzt hier mitgenommen. Oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt. Nein, 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 nein. Ah. Das war zu früh gefreut. Oh verdammt. Jetzt kommen die hier auch noch. Sind vorbei, Gott sei Dank. Oh nein, da ist irgendwo noch einer hier. Ich kann mich hier mal heilen. Ja, wo sind die? Versteck dich nur. Ja. Ich gehe hier jetzt hier zu diesen. So, hier unten durch, ja. Zu diesem letzten Punkt hier in der. Also. Wie heißt das? Oh, oh shit. Aussichtspunkt. Ja, geil, ich werde hier direkt sterben, oder wie? Nein, ich springe hier den Wasserfall hinunter, wie in den Hollywood-Filmen. Au. So. Ich werde jetzt einfach hier hinüberschwimmen. Oh, ich kann hier im Wasser gehen, oder wie? Ja. So seicht anscheinend. Ist das hier schon? Wo bin ich überhaupt? Ja, das müsste hier schon sein. Okay. Ich stelle mich mal hier hin und dann würde ich auch schon sagen, das war's mit der Folge. Wir haben jetzt leider nicht so viel gemacht, aber ich werde jetzt direkt noch eine aufnehmen und dann werden wir das einnehmen. Also seid gespannt. Ciao.